Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Peace Walker, zu einer neuen Episode, und ich bin mal gespannt, was wir diesmal erledigen müssen. In der letzten Folge haben wir ja gegen den Kampffeind gekämpft und dürfen uns jetzt in das Labor begeben, und das machen wir doch auch glatt. Infiltrate Dr. Strangelove's Research Lab and either deactivate or destroy the AI. The lab's built into some ancient ruins, so find those first. Okay, wir müssen eine alte Ruine als erstes finden, müssen den Ausweis mitnehmen, den dürfen wir jetzt nicht vergessen, den tue ich auch gleich mal hier mit ausrüsten. Den Ausweis, genau, und dann tun wir anstatt dem Mate-Mate-Tee, gibt's nur Verstand, den tun wir natürlich schön gediegen erstmal für Schild raus und den... was machen wir denn rein? Ich würde den Karton, glaube ich, mal rausnehmen und... Dafür nehmen wir dann die Fulton mit, damit wir wieder ein paar Leute einschleusen können. Aber als erstes, bevor wir das Ganze machen, tun wir erstmal den Schleichanzug anziehen. So. Stealth. Damit werden wir hoher Tarnindex in diverser Umgebung und beim Bewegen, schnellere Lebenswiederherstellung, aber geringe Munitionskapazität der Hauptwaffe. So, für alle Schleichfans ist es natürlich wunderbar. Da nochmal das Schild schnell mit. Den Ausweis, und jetzt können wir ganz gemütlich erstmal die Ration mitnehmen, dann natürlich ja das Curry und natürlich die Tortilla Chips. So, als Waffe natürlich ganz gemütlich und gediegen die MK22, und als Zweitwaffe nehmen wir die M16 mit. Das ist ja eine schöne Allzweckwaffe, deswegen gefällt mir eigentlich so ziemlich gut. Wir können auch die M19 mitnehmen, aber ich glaube, mit der sind wir besser bedient und können auch da ein bisschen weniger mit dem Recoil arbeiten. Nach Lademarker und natürlich hier noch das ganze Gedöns hier. Dübelgranate und noch eine normale Handgranate, eventuell noch die Rauchgranate, und dann haben wir das doch. So, Ausweis H habe ich mit. Ausweis H habe ich mit, ja. So. Und los geht's. So. Und da sind wir auch schon. Gleich mal schauen, wo wir lang müssen. Gleich nach oben dann ausstraxeln. Selva de la Muerte. Fuß der Klippe. Nein, doch. Fuß der Klippe. Selva de la Muerte. Viva la Español. So, hier muss man immer aufpassen, hier in diesen Gegenden hier, die immer so schön in den Ecken, ich hasse das. Scheiße, jetzt weiß ich genau, was ich nicht mitgenommen habe. Na, das ist dumm, das ist echt dumm. Okay, das ist echt dumm, was ich gerade getan habe. Ich habe die Umgebungsanzeige nicht mitgenommen. So. Ja, das ist echt scheiße, ich Idiot. Ich bin und bleib manchmal echt ein Idiot. Ah, guckt euch das mal an. So, den hätte ich jetzt echt fast übersehen. Das ist echt traurig. So, ich nehme gleich mal mit. Okay, da ist Fulton Recovery to Helicopter is complete. Drüben liegt noch was. Ja, ja, ja. Where are they? He's here. Oh. He's got a beat on you. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war jetzt richtig dumm. Fulton Recovery Subject confirmed onboard helicopter. Das war jetzt echt wirklich, wirklich dumm. Also, ne. Also, so blöd habe ich mich echt schon lange nicht mehr angestellt. Das ist echt tragisch. Echt traurig manchmal. So, wo mit dir?
Schauen wir uns hier nochmal um. Nicht, dass wir hier irgendwie was vergessen oder so. Nee, ich glaube nicht. Okay. So. Dann geht es mal ab weiter in zur Spitze der Klippe. Und unser Zielort ist, wie gesagt, in einer Maya-Ruine. Das Labor von Dr. Strangelove. Wir gehen rechts lang. Ich möchte gerne rechts lang gehen. So. Da liegt ein Gefangener. Nehmen wir natürlich mit. Ganz spezielle Fälle. Fulton Recovery Helicopter is complete. Hier liegt sicherlich auch irgendwo einer rum. Das mit dem Schleichanzug ist eben ganz gut. Da hört man nämlich nicht die Schritte, ob man rennt oder nicht. Guckt euch das an, wie gut die getarnt sind, die kleinen Säcke. Ja, und da liegt auch nochmal einer. So. Alle mitnehmen, immer alle schön mitnehmen. Ja, man kann nie wissen, was die für Stats haben. Das ist echt immer sehr gut. Und dann kann man auch sehr schön die Mother Base ausbauen. Und wir gehen weiter. Ich glaube, wir haben alle so gut wie. Und wenn nicht, dann werden wir einfach vorsichtig wieder zurücklatschen. Soldiers? Please, lower your gun. Who are you? I'm an ornithologist. A poacher? The gun's for self-defense. I'm looking for that one rare bird in Costa Rica. Which one? The quetzal? Right, the quetzal. They're rare, but they're not covered under the Washington Treaty. The resplendent quetzal is red-listed. Really? You know your stuff. I am an ornithologist myself. Well, we'll have to compare notes later. Here, drink some of this. You saved me. They told me this was a paradise. That there were more rare birds here than anywhere else. That there was no war here. That it was safe. They told me it was every bird's dream. But they were wrong. What happened? If only I had not recorded that stupid voice. Voice? I was trying to capture the quetzal's song. Making my way through a thicket, I saw immense runes towering before me. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. You're the one who made the tape. I am loyal to myself. Who's there? I was captured by that woman. But she was kind. She gave me food to eat, and even bathed me herself each day.
But she said I could go home in a month. So whatever you do, don't take off the blindfold. Do so, and you will never leave here. Guess you didn't listen. How'd you escape? I waited for an opening. Stole an ID card. They almost caught me, but I managed to elude them. You made it this far, and then succumbed to exhaustion. I was barefoot, with no supplies. Oh, I am so sorry. I drank it all. That facility. Did you see anybody else in there? Well, there was another woman, but I never saw her in person. Because, you know, the blindfold. Oh, yes. She often sang. Sang? It was such a strange song. What kind of person was she? Could you tell anything from her voice? I don't know. I don't even know why I was held a prisoner. They confiscated my equipment, my supplies, my passport, money, everything. The only thing I was allowed to keep were my undergarments, so that I would not be able to escape. And now, I am without even the means to prove who I am. I will not make it home to Paris like this. In that case, come to our place. Huh? You don't need a passport there. Don't even need a name. If you want to go back to Paris, we'll take you there anytime. What I want is a shower, a change of clothes, and a cigarette. I've got a cigar. It's Cuban. No French cigarettes? I prefer unfiltered. Fresh out. But come back to my place, and you can have all the French cigarettes you want. It sounds like heaven. Close, but not quite. Outer heaven. It is sounding better all the time. So, you must have gotten a look at the facility when you escaped, right? What's in there? A lot of machinery. A big computer, like you would see in a university. What about the room where you heard the voice? Anybody in there? I don't know. There was a tube. A large tube in the back. When I approached it, I heard a voice. What did it say? Jack. Yes, it simply said Jack, over and over. Jack. Listen, you've got to get me out of here. I really need a shower. Wait here. I've still got business to take care of. What? You're not thinking of going in there, are you? You can't leave me here. Relax. I'll have some friends pick you up. This is Miller. One for recovery. A civilian. Snake, we don't have room for any more civilians here. Not even for a blonde Parisienne. A what? So she's, pretty foxy? See for yourself. If what she's saying is true, I think we've found Paz's friend. The missing one? I'm thinking that she's the one that made that tape. Have her listen to it when she gets there. So she's safe then. Good news. I'm sure Paz will be glad to hear it. You bet. Snake, the ruins are just up ahead. Head north. On my way. What about me? Stay put. Ever wonder what it's like to be a bird? Huh? So einfach geht das mit dem Abholen, mit dem Full Recovery System. Das ist echt cool. Mit dieser Ballonfahrt. Und ja, wir haben jetzt endlich die Freundin von Paz gefunden und können nun endlich getrost weiter in die Ruine vordringen. Ah, ja, diesen Abschnitt kenne ich. Den habe ich echt gehasst. So, den Abschnitt habe ich echt einfach immer gehasst. Weil die hier in jeder blöden Ecke stehen und man nicht weiß, wann sie da durch sich quetschen und wann nicht. Und, das war echt ein ekliger Teil. Ah, wir machen es ganz simpel. Wir schießen jetzt dem ins Bein. Dem da hinten auch nochmal. So.
fallen die alle nacheinander um. Hoffe ich zumindest. So. Die drei liegen flach. Simple. So, und da kommt man dann eben so vorbei, wenn man quasi nicht alle drei auf einmal ausschalten möchte. Aber wir können ja alle mitnehmen. Aber ein bzw. zwei behalte ich jetzt auch. Denn wenn ich mich nicht irre, gibt es hier noch irgendwo einen Gefangenen, den ich natürlich gerne mitnehmen möchte. Okay. So. Irgendwo hier war noch einer. Das weiß ich definitiv. Ich weiß jetzt gerade echt nur nicht mehr, wo der Gefangene war. Auf jeden Fall irgendwo hier. Ah, da ist er doch. Kommt man dann eben an diese Ecke vorbei. Oh, da liegen noch Rationen, die nehmen wir natürlich mit. Dann schicken sie direkt in die Mother Base. Und machen uns nun auf zum KI-Labor. Und bin mal gespannt, was uns da für eine Überraschung erwartet. So, wie ein Breitling einfach durch die Front. Wie? What? It won't open. Ja. Scheiße gelaufen. It won't open. What's wrong with it? Ja, Mission beendet. Ja, blöd gelaufen, Snake, definitiv. So, Heroismus plus 18. Und wir haben einen Rang B bekommen. Wir haben eine Alarmphase ausgelöst. Das war nicht so cool. Und hätten es auch ein bisschen schneller machen können. Ja. Wie jedes Mal irgendwie, oder, Leute? So. Wir haben eine neue Multiplayer-Karte. Your ID-Card isn't working. It won't open the lock. It can't be. What's going on? She hates me that much? Strange Love's in charge of authorizing IDs. Sometimes a working card has its privileges removed. Say, if she decides she doesn't like that card's carrier. You think that's what happened? Well, I was never exactly her favorite. Oh. Well, this could be tricky. The soldiers outside aren't allowed in the lab either, so their cards won't do you any good. Great. Snake. Kaz, where's Cecile? She just got here. Hold on. Snake! Cecile, how'd it feel to fly? Wonderful. For a moment, I felt what it must be like to be a bird. It almost made me want to give up my research and get a pilot's license. Did you need something? You said you'd gotten an ID card, right? Yes, but it was confiscated when the guards got me. Who took it? What did he look like? He had an orange jacket. I cannot recall his face, though. Yeah, they all look pretty much the same. Where did it happen? Let me think. Ah, yes! I do remember hearing the song of a nearby kettle. Just what I'd expect from a birder. Would you like to hear it? What's that song? It's my kettle. I took it with me when I was rescued. Didn't you say something about them being covered under the Washington Convention? Just kidding. That was just me. An imitation.
biologist. Pretty good, no? Damn good. If you want to hear the Quetzal song again, just let me know. I can tell you all about the birds of Costa Rica, too. Yeah, will do. Thanks, Cecile. No, no. Thank you, Snake. Talk to you soon. Kaz, did you play that tape for Cecile? I sure did. It's hers, all right. Then she must be. She's not. Cecile said she's never even met Paz. What? She's at least 10 years too old. What? I'm guessing Paz convinced herself that it was the tape her friend made. But never mind that. Let's go over what we know so far. The soldier with the ID card is wearing an orange jacket and is in a location where you'll hear Quetzal singing. Find that soldier, retrieve that card. So, liebe Freunde, das war es auch dann mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wäre echt super. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, shared oder teilt es mit euren Freunden auf jeden Fall mal. Oder teilt es ihnen mit. Würde mich sehr freuen. Und vor allem auch ein bisschen über Kritik, was ich vielleicht besser machen kann und was nicht. Damit habe ich nämlich einen kleinen Überblick und kann mich somit auch immer weitergehend verbessern. Bis die Tage, haut rein und auf Wiedersehen.